Hey ho und herzlich willkommen hier zurück bei Minecraft Together. Wie ihr seht, wieder mit Chihiro, der Sonne, die da hinten untergeht, und natürlich dem da, den Adi-Suchti. Hey, ich mach mich dann mal, wir müssen jetzt sofort schlafen gehen. Ach so, die Sonne geht hier, runter. Geh rein, Ladies first. Mein Haus. Wo ist denn das Bett, was hier drin war? Gute Frage. Ich habe eins nicht dabei. Jetzt sind wir im Flur und schlafen erstmal eine Runde. Ja. Was wir machen. So. Einigen ist das vielleicht sogar schon aufgefallen. Es ist flüssiger und die Chance laden besser. Aus einem ganz einfachen Grund, der Fehler war an fehlendem RAM. Und ich habe auch Optifine jetzt installiert, das heißt, sollte alles besser laufen. Deswegen habe ich jetzt auch Gras an den Seiten. Ja. Ich habe bei mir auch ein bisschen mit rumgespielt an der Grafik. Hab mal alles auf schön anstatt auf Standard gesetzt, was man da noch an Details verändern konnte. Und ja, schauen wir mal, ne? Ja. Ich denke mir gerade nach, was ich mache. Ich glaube, ich gehe in irgendeine Mine oder ich baue mir eine Mine hier. So. Ich habe nebenbei, Entschuldigung, dass ich dir gerade mal ins Wort falle, ich habe nebenbei Kommentare gehabt von einem, ich glaube, Andy XP oder so heißt er. Ja, der ist von mir wahrscheinlich. Der hat zum einen gesagt, wir sollten uns mal eine Aufgabenwand zulegen, wo man dann halt sehen kann, was man noch so machen könnte. Keine schlechte Idee erstmal. Das ist eigentlich eine sehr gute Idee für mich. Und irgendwas sollte ich dir sogar sagen, Chihiro. Also. Ja, jetzt weißt du es nicht mehr. Moment. Muss ich mal. Gesagt, dass ich bei den Redstone-Sachen. Ach ja, ein Knopf. Genau das. Ein Knopf machen solltest. Genau das hat er auch bei mir runter geschrieben. Sag mal, Chihiro, sie soll mal einen Knopf benutzen statt einen Hebel. Ja, das hat er bei mir aber eigentlich auch geschrieben. Mach ich dann gleich. Ja. Ich schätze mal für das Ding hier. Für die Farm. Ja. Im Grunde eine nette Idee. Ich weiß nur nicht, ob das. Ja, okay, mit einem Hebel. Bei der Funktion ist das mit einem Knopf, glaube ich, besser. Ja, weil Hebel viermal, sondern zweimal drücken, hat er irgendwie geschrieben. Naja, beim Hebel musst du ja immer so klick, 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 klick machen, sozusagen. Mhm. Und da dementsprechend, wenn du einen Knopf hast, drückst du ja einmal und der geht ja automatisch wieder raus. Kann er mal schnell einen machen. So einen schicken Steinknopf vielleicht. Oder ein Eisen, du klaust hier von Chihiros Freund einfach mal die Nase als Eisenknopf. Ja, Mann. Der hat voll die roten Augen. Der hat voll die roten Augen. Sollte es mal ein bisschen weniger griffen. Chihiros Freund. Sieht man das so? Nein, leider nicht. So, die Frage ist jetzt, was mache ich jetzt so doofes? Ach ja. Du hattest hier ja hier im Dorf ein Haus gesucht, ne? Adi. Wie macht man denn einen Knopf? Ich oder wie meinst du? Ja, dich, Adi. Ich glaube. Ich hab schon ein Haus. Ja, im Dorf dir eins da geholt gehabt, ne? Ja. Weil jetzt da ja immer wieder bestimmte Leute darauf hinweisen. Fange ich jetzt mal an, den anderen Berg ein bisschen zu bebauen.
Welchen anderen Berg meinst du jetzt? Meinst du, ach so. Den oben, nicht da, wo das Portal ist, sondern... Ach so, ja. Ich wollte das eigentlich machen, aber du kannst es jetzt übernehmen. Ja, im Grunde war das ja meine Idee, dass ich da was baue. Es war auch meine Idee, als ich auf den Server kam. Und meine Idee war es aber vorher. Okay, dann bau mal dein Turm mit dein Turm, ja. So. Dann nehmen wir das. Jetzt geht's auf einmal. Wahrscheinlich geht das echt nicht, wenn ein Block im Weg ist oder so. Nutzen, Wolle, Holz. Irgendwo Lava. Das ist. Ich glaube, plötzlich irgendwo Lava auftaucht. Oh, ich habe aber so eine Design-Idee. Gold, das ist gut. Ja. Gut schön. Grafikeinstellung. Qualität. Nee, habe ich sogar. Okay, dann ist das im Texturenpaket nicht so drin. Kann ja mal passieren, ne? Ja, ich habe ja in den Grafikeinstellungen noch die verbundenen Blöcke. Mhm. Was ja dafür sorgt, dass zum Beispiel Glas sich so verbindet, dass es aussieht wie eine Glasscheibe, aber das ist nicht kompatibel mit dem Texturenpaket von AD Reforge. So. Ja, ich habe auch ein paar Sachen gehabt, wo dann drin stand, ist nicht kompatibel mit dem Shader oder so. Ja, das steht, wird mir ja nicht angezeigt. Ich sehe ja nur die Verbindung nicht. Mhm. In dem Sinne. Ach ja, hier oben habe ich ja auch eine unendliche Wasserquelle mir gemacht. Kann ja nicht schaden, ne? So eine unendliche Wasserquelle. Könnte man ja vielleicht nochmal verschönern, so brunnenmäßig oder so. Ja. Mal wieder nach oben. Ich habe noch immer so viele Eier in meinem Inventar, habe alle rausgenommen. Bei der letzten Folge. Ich weiß nicht, okay. Too much information. Ja. Platz für mein ganzes Eisen. So, erstmal die ganzen Bäume hier fällen. Und Platz für Eisen bekommst du, wenn du deine Eier aus dem Inventar nimmst. Nein, die Hühner gehen jetzt alle in mein Haus. Nein. Ja, selbst schuld, ne? Wenn du die hier so platzierst. Apropos Eier, ne? Wisst ihr natürlich auch den netten Fun-Fact bezüglich der Überraschungseier? Welches denn? Du darfst offiziell Überraschungseier nicht mit nach Amerika nehmen. Warum? Ach so, das kenne ich schon. Nee, kenne ich nicht. Ich kenn's aus nicht. Einem ganz einfachen Grund, weil da ja nicht gesehen wird, was in diesen Überraschungseiern drin ist. Es könnte ja erstmal auf der einen Seite können. Ein Messer in einem Ü-Ei verstecken, oh mein Gott. Es könnten ja natürlich sich Kinder irgendwie das ganze Ei ins Maul stecken und dran ersticken. Und zum anderen könnte ja Sprengstoff drin sein. In einem Ü-Ei. Wo ich mir denke, klar. Und nächstes Mal, wenn ich mal so nach Amerika hier fliege, sage ich auch im Flugzeug so, hey, das ist eine Flugzeugentführung. Ich habe ein Ü-Ei dabei. Dann werden alle schreien und oh mein Gott, er hat ein Ü-Ei dabei, helft uns. So viele. Oh, hier sind viel zu viele Blumen.
Selbst schuld, ne? Ja, scheiß Blumenbiom halt. Ist nicht weglaufen. Ja! Du. Wir haben viel zu viel. Komm, Star. Kuh, ich schlag dich mit Blumen. Kuh, geh kaputt, ey, Kuh. Ey, du nicht nach oben. An. Ups! Oh, Gott sei Dank, die lebt noch. Gott sei Dank, die lebt noch. Aus Versehen von der Klippe geschmissen. Das können wir mal machen, ne? Arme Kuh. Zu den Waffen! Treppen kommen hier, okay. Das wahrscheinlich auch. Das ist Glenn, das, hier ist Glenn. Das wusste ich gar nicht. Du raus. Ich hab ne Kuh mit Blumen getötet. Was? Oh mein Gott. Kacke. Das ist jetzt doof. Schwein! Stirb Schwein. Stirb durch Blumenpower. Flower Power. Oh Gott. So, und ich nick mich jetzt mal so leicht pennen. Ah, mit einem Apfel in der Hand. Ich habe jetzt immer ein Bett dabei, das ist leichter. Habe ich auch. Dann muss man nicht in die Höhe einsteigen. Das Praktische ist jetzt vor allen Dingen, da mein Kollege ja mir letztens auch geholfen hat, ein bisschen mein Wohnzimmer umzubauen. Kann ich jetzt wenigstens gerade auf den Bildschirm gucken? Hey. Ich brauch Samen. Kann ich hier irgendwo Samen? Wo kann man eigentlich Samen bekommen? Samenspendebank. Mann, nein. Nein. Oh, Leute. Samen. Too much information. Ja, ne? Oh. Wie wär's, wenn du erstmal ins Bett gehst, vielleicht? Ups, ja, ja. Gehst schlafen gehen. Wo ist denn mein Bett? Ich muss schnell wieder springen. Zu meinem Haus sprinten. Oh oh. Ja, ich weiß schon, Nevos. Nee, ich ahne was Schlimmes gerade. Warum? Ah, nee, das ist eine Kuh. Ich dachte gerade, ein Creeper steht so bei mir. Ist auch nett. Eine Kuh? Also ich lag im Bett und eine Kuh steigt erstmal auf mich rauf. Das klingt auch sehr pervers. Mhm. Och man, voll die Pedo-Kuh. Eindeutig, meine Herren. Adi, du weißt doch. Wer zweideutig denkt, hat eindeutig mehr Spaß im Leben. Oh yeah. Was meine Hühner jetzt gerade mal füttern. So. Dann schmeißen wir mal. Ja, mach ich mal mit Cobblestone, ne? Wir haben eine Fackel mit weggespült, schön. Leos, komm mal zu mir. Eins, zwei, drei, egal, vier, egal. Fünf. Moment, wie war das jetzt? Ich merke, wir stellen erstmal alles hier unten fertig, bevor wir das betätigen. Okay. Höchstwahrscheinlich werde ich Baumstämme noch brauchen. Und sehr viel Cobblestone. Ich muss erstmal Eiche besorgen gehen. Eine Eichel? Eiche. Nee, Quatsch, Birke. Was rede ich denn da?
Ja, hören sich doch auch gleich an. Eiche, Eiche, Birke. Birke. Klingt doch alles voll gleich. Ich weiß gar nicht, was du hast. Ja. Nee, mal wieder auf meinen Kollegen zurückzukommen. Der war nämlich gestern noch mal hier, also am Samstag. Für die Zuschauer, ne? Und er hat mir da auch ein bisschen geholfen bezüglich einer Einparker. neuen Seite. Okay. Einer neuen Seite für das We Are YouTube-Projekt. Ja, die aktuelle ist irgendwie ein bisschen blöd aufgebaut, finde ich. Ja, das ist halt ein bisschen, also nicht Facebook-Seite, ne? Ich rede hier von einer richtigen Website mit Ja, Forum. ja. Die richtige Website, die wir da im Moment haben, ich finde die nicht sonderlich schön. Ja, das ist war ja nur so ein provisorisches Forum, ne? Und okay, das ist auch ein kostenloser Anbieter, ne? Aber es ist ja erstmal egal. Kriegt man ja trotzdem einiges Gutes hin. Jetzt will er mir da helfen bezüglich dieser Seite Wix. Wix. Meinst du Ja. Wix? Meinst du Wix, oder? Ja, genau. Ich finde das voll so ein perverser Name, aber okay. Wix ist doch gar nicht pervers, ehrlich. Doch schon. Doch schon. Und die haben da auch gute Funktionen. Was uns natürlich da auch ein bisschen hilft, professioneller zu werden mit dem Projekt. Sag ich jetzt mal. Okay. Eigentlich, wie viele haben sich jetzt eigentlich noch gemeldet, beim We Are YouTube mitzumachen? Wir müssten jetzt, ich glaube, 7 oder 8 Leute sein. Okay. Aber ich weiß, dass da noch einer mich angeschrieben hatte. Der wollte allerdings erstmal ein paar Infos, worum es geht und so. Und da habe ich ihm natürlich das Video auch geschickt, wo ich das natürlich alles erkläre, ne? Ja, diese halbe Stunde da. Ja. Weiß nicht, könntest du das vielleicht in einem Video auch nochmal kürzer zusammenfassen? Ich weiß nicht, es gibt ja viele, die jetzt dazu nicht so viel Lust haben, sich das Ganze anzuschauen. Also ich bin ehrlich, ich habe mir die halbe Stunde nicht angeschaut. Ich bin ehrlich, ich habe mir fast alles angeschaut. Ja, ich in dem Video habe ich es halt ein bisschen detailliert auch erklärt, Ja, aber es wäre ne? auch ganz nett gewesen, wenn du das nochmal ein bisschen kürzer zusammen, einmal für die Leute, die es wirklich genau haben wollen, dann nochmal für die Leute, die es kurz und knapp, sage ich mal, haben wollen. Ja, das da wird sowieso noch was kommen bezüglich in Textform, kurz und knapp. Was via YouTube ist. Und auch dementsprechend natürlich in dem zukünftigen Forum und so auch alles reinkommen. Gerade eigentlich kein Holz, das ist mit echt, muss ich So, zack, 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 zack. Was auch schon wieder mit der Wolle? Scheiße, ey. Paar Eichenholzbäumchen habe ich. Oh, von hier oben hat man einen guten Ausblick. Oh. Ja, hier oben, wo ich gerade am Bauen bin. Und ich habe gerade O gesagt, weil ich Ach, gemerkt oh. habe, dass Ich habe mein. wo verstanden. Nee, nee, nee. Ich war gerade selber in Gedanken. In Gedanken verschollen.
Und wir sind bei 20 Minuten. Mal so nebenbei. Ich bin hier gerade in der Minus. Ah, jetzt habe ich meine Schaufel weggeworfen. Deswegen würde ich sagen, beenden wir den Part mal, ne? Ja, wir können es. Wäre eine gute Option. Ja. Also, das war's für diese Woche. Diese Woche, sage ich schon. Ja. Für diesen Montag. Es ist Montag. Also. Ja, es ist diese Woche Montag, genau. Es ist Montag. Montag ist ein unnötiger Tag. So. Ja, das war's für heute mit Minecraft Together mit mir, Shihiro und Adi Gaming. Adi, ja, Adi Brickfilms oder ich Adi weiß. Das war so eine kleine Anspielung. Wegen Gaming. Und also jetzt Gaming im Sinne von Minecraft Gaming. Ja, gerade hier und so. Naja, egal. Okay. Egal. Natürlich Adi Brickfilms. So. Man kennt noch, kann noch nicht mal meine Witze ab. Das ist ernsthaft. Ja, tschüss. Tschüss, ciao und hey ho.